Liebe Helden, zum Ende des Jahres 2020, dem schwierigen Jahr 2020, dem Corona-Jahr 2020, jetzt ein Online-Vortrag, um euch ein bisschen zu helfen, in das Jahresthema hineinzukommen. Nämlich wollen wir ja, haben wir den Vorsatz, fassen wir jetzt den Vorsatz, das Neue Testament kennen, lieben und meditieren zu lernen. Ja, dazu heute einfach mal ein Kurzvortrag, 15, 20 Minuten. Um euch so ein bisschen reinzubringen in dieses Thema. Und da dachte ich mir vielleicht, ist die Frage interessant, warum ist es für uns Christen, Katholiken, wichtig, die Heilige Schrift und ganz besonders das Neue Testament wirklich gut zu kennen? Mir fallen da zwei ganz wichtige Gründe ein, es gibt sicher mehr, aber mir fallen einfach mal zwei dazu ein. Das erste ist, dass sich durch das Neue Testament, durch die Bibel, dass durch die Bibel Gott zu mir spricht. Jetzt, heute. Und ganz konkret in meinem Leben, so wie ich es im Moment gerade lebe. Und der zweite große Grund ist, dass zum Glaubensakt notwendigerweise dazugehört, dass ich den, an den ich glaube, gut und in gewisser Weise sogar intimst kenne. Und das kann ich nur über die Heilige Schrift. Das werde ich euch ein bisschen erklären. Also hier mal einfach zum ersten Punkt. Gott offenbart sich mir, spricht zu mir durch die Heilige Schrift. Vielleicht mal ganz kurz. Wenn ich die Wahl habe zwischen der Tatsache, dass jemand mir was sagt über Gott oder ich indirekt irgendwie was erfahre über Gott, zwischen dem und wenn ich die Wahl habe zwischen auf der anderen Seite Gott, der direkt zu mir spricht, ja, was würde ich denn dann vorziehen? Natürlich, dass Gott direkt zu mir spricht. Wenn ich die Schrift lese, dann kann ich wirklich eine Gotteserfahrung machen, dass Gott direkt jetzt zu mir spricht. Warum ist das so? Da würde ich gerne etwas weiter ausholen. Und zwar so ein bisschen in die Geschichte der Offenbarung eintauchen. Vielleicht mal ganz zu Beginn. Gott hat sich, wir glauben als Christen, an einen Gott, der sich dem Menschen offenbart. Man könnte sagen, so unterscheiden zwischen der Gottessuche eines jeden Menschen. Jeder Mensch versucht, stellt sich die Frage über den Sinn seines Lebens: Existiert Gott? Wer ist Gott? Und so weiter und so fort. Wo werde ich nach meinem Tod hinkommen? Und so weiter. Das sind die Fragen des Menschen, der sich über seine Existenz stellt. Und das ist sozusagen diese natürliche Religiosität, die in jedem Menschen drinsteckt. Das würde ich so sagen, ist sozusagen dieser Bottom-up-Approach, sozusagen von unten hinauf der Mensch sucht. Was aber die christliche Religion ausmacht, ist, dass das Umgekehrte der Fall ist. Nicht der Mensch geht von unten hinauf zu Gott, oder nicht nur zumindest, sondern es ist der Top-down-Approach. Gott kommt von oben und offenbart sich dem Menschen und sagt ihm, wer er ist. Und das tut er, hat er seit Beginn der Schöpfung getan, und zwar durch die Schöpfung. Hatte sich dem Menschen offenbart. Der Mensch, indem er die Schöpfung betrachtet und sich denkt, ja, woher kommt das ganze Universum? Manchmal, wenn ihr diese Erfahrung macht, ich schaue in den Sternenhimmel in der Nacht und denke mir, woher kommt das ganze Universum und so weiter. Naja, dann spricht Gott zu mir durch die Schönheit der Schöpfung, durch diese unglaubliche Gewalt der Natur. Kann Gott zu mir sprechen? Die Güte der Schöpfung auch. Ja? Also die Schöpfung ist wie so eine Art Liebesbrief Gottes an mich. Und wenn ich darüber nachdenke, woher das kommt, warum sie so ist, wie sie ist. Wenn ich als Naturwissenschaftler zum Beispiel auch diese natürlichen Gesetze, die Naturgesetze erkenne in der Schöpfung, die eingeschrieben sind, dann kann ich von da aus, kann ich, muss nicht unbedingt, kann ich, von da aus Gott finden. Oder zumindest Schlüsse auf Gottes Wesen ziehen. Aber Gott hat es nicht dabei belassen. Er hat auch ganz konkret ist er in die Geschichte eingetreten. Er hat sich einige Männer und Frauen ausgewählt, durch die er zu den Menschen gesprochen hat. Also, es fängt schon mit den ersten Menschen an. Es gibt Noah, Abraham, ganz besonders Abraham und seine Nachkommen, aus denen er ein Volk, das Volk Israel gemacht hat, oder entstehen hat lassen, dem er sein Gesetz anvertraut hat, seine Liebe offenbart hat. Und das Volk Israel hatte es sozusagen zum Auftrag, der Welt das Angesicht, das wahre Angesicht Gottes zu verkünden. Bis hin zu Christus, die letzte Etappe der göttlichen Offenbarung, in seinem Wort, das Fleisch geworden ist, was wir ja gerade zu Weihnachten gefeiert haben, hat Gott sich sozusagen
endgültig und für immer dem Menschen offenbart und in seiner Fülle offenbart. Also wenn wir Christus anschauen, oder diejenigen, die Christus begegnet sind, die ihn angeschaut haben, die ihn gehört haben, die gesehen haben, wie er handelt, was er tut, seine Wunder, die er gewirkt hat und so weiter, die haben Gott gesehen. Das sagt er ja zu Philippus, wer mich sieht, sieht den Vater. Ja? Also alles, was Christus tut, sagt und so wie er ist, so ist Gott. Ja? Und das ist, und er hat, Gott hat uns das so mitgeteilt auf menschliche Art und Weise. Deshalb ist er Mensch geworden. Ja? Und das ist die unübertroffene Offenbarung Gottes. In Christus haben wir alles erfahren, was wir über Gott zu unserem Heil wissen müssen. Was wir über Gott wissen müssen und was zu unserem Heil notwendig ist. Haben wir dadurch alle Geheimnisse Gottes erfahren? Nein. Aber alle diejenigen, die wichtig sind, damit wir erlöst werden. Nämlich Christus und Gott zu kennen. Jetzt können wir uns die Frage stellen, wie ging es dann weiter nach Christus? Wie kommt das heute zu mir? Wie kann ich heute Christus begegnen? Naja, durch vielerlei Weise, aber schauen wir einfach mal nach Christus, nach seinem Tod und seiner Auferstehung und nach dem Pfingstereignis, wo der Heilige Geist wie die Apostel ausgesendet wurde, sind die Apostel in die ganze Welt gegangen und haben nichts anderes gemacht, als darüber gepredigt, was sie selber 3 Jahre lang während seinem öffentlichen Wirken, als sie Tag ein, Tag aus mit Christus Zeit verbracht haben, ihn gesehen haben, ihn beobachtet haben, ihn gehört haben, mit ihm gesprochen haben. Das haben sie dann einfach verkündet. Und sie waren natürlich dann auch Zeugen seines Todes und seiner Auferstehung. Übrigens, als Judas sich erhängt und stirbt und eine Nachfolge für ihn gefunden werden muss, das steht in der Apostelgeschichte, wird Matthias ausgewählt und das Kriterium dazu war, dass es einer ist, der von Anfang an, von seinem öffentlichen Wirken an, von Beginn an, bei Jesus war. Weil eben die Apostel sozusagen die sozusagen privilegierten Zeugen dessen waren, der Christus wirklich gewesen ist. Und deshalb sind sie in die ganze Welt ausgegangen und haben eben verkündet in ihrer Predigtätigkeit, wie Christus war. Haben auch teilweise sicher erzählt, ja, und Jesus hat die Hände aufgelegt und so, diese ganzen Gesten, die wir auch kennen, Handauflegung oder solche Sachen, das sind sicher Sachen, die sie bei Christus auch schon gesehen haben und dann einfach weiter überliefert haben. Und diese Überlieferung gegen Ende, als dann die Apostel begannen zu sterben und so weiter, hat die Kirchengemeinde begonnen, einfach diese Predigttätigkeit der Aposteln aufzuschreiben. Also einerseits haben die Apostel tatsächlich selber Sachen geschrieben oder die Kirche oder die Mitarbeiter um sie herum, inspiriert vom Heiligen Geist, haben das aufgeschrieben, was die Aposteln gepredigt haben. Das Ergebnis ist das Neue Testament. Einmal die 4 Evangelien, die alle einen direkten Bezug zu den Aposteln haben. Matthäus Evangelium, Matthäus war Apostel. Markus war ein Mitarbeiter Petri, Apostel. Lukas war ein Mitarbeiter des heiligen Paulus und des Petrus, Apostel. Und Johannes war selber auch Apostel. Und dann haben wir die Johannesbriefe, die Paulusbriefe, Jakobusbrief, Judasbrief, die Offenbarung und so weiter. Das sind alles Schriften, die auf die Aposteln gründen, auf ihre Predigttätigkeit. Das ist mal ganz wichtig, weil das zeigt uns, dass die Schrift eigentlich die Frucht der Kirche oder der Tätigkeit der jungen Kirche ist und ohne die Kirche auch nicht gedacht oder verstanden werden kann. Ja? Und deshalb unterscheidet man in der Offenbarung zwischen 2 Quellen. Es gibt Christus und es gibt 2 Kanäle, durch die Christus auch heute noch zu uns spricht. Einerseits nennt man das die heilige Überlieferung, die apostolische Tradition. Und auf der anderen Seite, das, was dann von dieser Überlieferung niedergeschrieben wurde, das ist die Heilige Schrift. Und ganz besonders eben das Neue Testament. Ja, es gibt auch das Alte Testament, aber vor allem das Neue Testament ist die Überlieferung Christi, die niedergeschrieben wurde, ausgehend von der heiligen Überlieferung der Apostel, ihrer Predigttätigkeit. Okay? Und deshalb ist es ganz wichtig, die Heilige Schrift, das Neue Testament, nicht nur als einen historischen Text zu sehen, sondern tatsächlich als in Schrift festgehaltenes Wort Gottes, das durch die Aposteln überliefert worden ist. Wenn ich heute in dem Text lese, dann lese ich das Wort Gottes. Warum? Weil diejenigen, die es aufgeschrieben haben, entweder Jesus selber gesehen haben und gehört haben, oder vom Heiligen Geist, dadurch, dass sie in der Kirche waren, so inspiriert waren, dass sie, obwohl sie selber tatsächlich eigene Autoren waren,
genau das geschrieben haben, was Gott von ihnen wollte. Und deshalb kann man sagen, die Heilige Schrift, aber ganz besonders das Neue Testament, ist Gottes Wort. Aber ganz wichtig, dieses Wort Gottes, das in der Schrift steht, ist nicht immer so ganz leicht verständlich. Und deshalb muss es verstanden werden und sozusagen interpretiert werden in, mit und durch die Kirche und ihr Lehramt. Naja, weil sie ja auch nur das Produkt der Kirche, die Frucht der Kirche ist. Also, man könnte sich ja so vorstellen, so jetzt nehme ich meine Bibel, öffne sie und lese sie und der Heilige Geist inspiriert mich direkt und ich verstehe sie perfekt. Naja, das ist so ein bisschen so wie Luther die Bibel verstanden hat. Sola Scriptura, die Bibel alleine reicht. Ich brauche die ganze Kirche nicht mit ihrem blöden Lehramt und ihren komischen Regeln und Interpretationen. Naja, so geht's nicht, weil die Kirche, der Kirche ist anvertraut wurde, diese Heilige Schrift. Erstmal hat sie sie geschaffen durch den Heiligen Geist. Oder Heiliger Geist durch die Kirche hat sie geschaffen, die Schrift. Und auf der anderen Seite hat der Heilige Geist oder hat Gott der Kirche dieses Lehramt übertragen, die Schrift authentisch zu interpretieren. Und deshalb diese Wichtigkeit auch der kirchlichen Tradition, nicht nur der Schrift, sondern auch der kirchlichen Tradition und Überlieferung. Das, was Leute, die Schrift jahrhundertelang bebetet und darüber nachgedacht haben, die Päpste, die sich dazu äußern und so weiter, den Glauben immer wieder authentisch interpretieren, ausgehend von der Schrift natürlich immer, das ist auch so wahnsinnig wichtig. Die Schrift darf nicht isoliert und betrachtet und verstanden werden. Immer in und mit der Kirche. Deshalb ist es so wichtig, auch zu hören, dass das, was die Kirche uns zu sagen hat über die Schrift. Es ist die einzige tatsächlich authentische Interpretation der Schrift. Ich lese euch das, was das Zweite Vatikanische Konzil darüber geschrieben hat. Die heilige Überlieferung und die heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben aneinander Anteil. Demselben göttlichen Quell entspringend fließen beide gewissermaßen in eins zusammen und streben demselben Ziel zu. Denn die heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Die heilige Überlieferung aber gibt das Wort Gottes, das von Christus dem Herrn und vom Heiligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter, damit sie es unter der erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit in ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten. So ergibt sich, dass die Kirche ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift alleine schöpft, daher sollen beide mit gleicher Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden. Tradition, dass es die Kirche lehrt und dass es die Schrift sagt. Beides ist wichtig. Nicht nur die Schrift, nicht nur die Kirche, beides zusammen. Das sagt das Zweite Vatikanische Konzil in seiner Konstitution Dei Verbum über die göttliche Offenbarung. Ein Text, der nicht lang ist, könnt ihr gerne lesen. Überall im Internet findet ihr das. Normal, vor allem auf der Vatikan-Homepage. Würde ich euch wirklich empfehlen. Also, weil die Kirche, weil die Heilige Schrift inspiriert ist, spricht Gott dadurch auch noch heute zu mir. Wenn ich die Schrift lese, in der Kirche, mit der Kirche, ganz wichtig, dann spricht Gott in meinem Alltag jetzt ganz konkret zu mir. Wenn ich die Schrift lese, und nicht nur wie so ein Buch, sondern wie ein heiliges Buch, wie das Wort Gottes, in Schrift gefasste Wort Gottes, dann spricht Gott zu mir. Okay? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass einfach, ja, für meinen Glauben, den Glaubensakt, ist es notwendigerweise wichtig, dass ich Christus, dass ich Gott in Christus kenne. Warum? Ja, lasst mich vielleicht einfach mal erklären, weil der Glaube einfach die Antwort des Menschen ist auf Gott, der sich ihm offenbart. Glauben heißt einfach mit Ja antworten auf Gott, der sich offenbart. So wie die Gottesmutter, die gesagt hat, als Engel Gabriel zu ihr kommt, sagt einfach Fiat, dein Wille geschehe. Ja, ich stimme dem zu. Und da würde ich sagen, was ist ein Glaubensakt? Woraus besteht der Glaubensakt? Da habe ich euch ein kleines Schema auch wieder zusammengestellt. Glaube heißt einfach, Glaube, so wie so ein bisschen diese Formel vom Einstein über die Relativitätstheorie, E ist gleich mc zum Quadrat, ist einfach, jetzt mal G, Glaube, ist gleich T, G zum Quadrat. Was bedeutet das? Glaube, der Glaubensakt bedeutet einfach, ist einerseits, woher kommt der Glaube, ist einerseits einmal T, Taufgnade. Eine Gnade, die wir bekommen von Gott, ohne dass wir irgendwas dazu getan haben. Der Glaube ist erstmal ein Geschenk Gottes, den ich durch meine Taufe bekommen habe. Und
Das ist etwas, wofür ich nichts getan habe. Meine Eltern haben sich meistens als Baby, als ich ein Baby war, dazu entschieden, mich taufen zu lassen. Und ich habe diese Gnade, dass ich an einen unsichtbaren Gott glauben kann, einfach erstmal bekommen. Es ist Gnade, ein reines Geschenk. Ich habe dazu nichts getan. Aber in einem zweiten Schritt ist es dann ganz wichtig, dass diese ungeschuldete Gnade auch irgendwo, dass ich mit der auch irgendwo kooperiere, meine Freiheit dazu einsetze, diesen Glaubensakt zu vervollkommnen. Und da sind die zwei anderen Gs wichtig, die Gs zum Quadrat. Das ist einmal Gottvertrauen und Gottes Erkenntnis. Was heißt Glauben? Glauben heißt erstmal diese Taufgnade bekommen und dann mit dieser Taufgnade, die in mir wohnt, der Heilige Geist in mir wohnt, mich antreibt, ganz konkrete Glaubensakte zu setzen. So kann der Glaube auch in mir wachsen, ja? Wenn ich einfach Vertrauensakte setze. Zum Beispiel, ich gehe in die Messe, ich sehe diesen Leib, ich sehe diese Hostie, die ausschaut wie ein Stück Brot. Und der Priester sagt mir bei der Kommunion, der Leib Christi. Wenn ich sage Amen, dann sage ich, so ist es. Ich glaube das. Es ist ein Glaubensakt. Und je mehr Glaubensakte ich in meinem Leben setze, zum Beispiel in schwierigen Zeiten, wenn ich irgendwie an Gott zweifle oder wenn ich Schwierigkeiten habe in meinem Leben, sage ich, Gott, ich weiß, ich lebe gerade was Schwieriges durch, aber ich vertraue dir. Wieder ein Glaubensakt. Und es lässt den Glauben wachsen. Deshalb nennt man auch wie eine Tugend, wie etwas, was ich mir aneignen kann. Deshalb nennt man den Glauben auch eine göttliche Tugend, also göttlich, weil es von oben kommt. Wenn Gott es mir nicht gegeben hätte, könnte ich nichts machen. Aber weil es mir gegeben hat, kann ich jetzt tatsächlich den Glauben auch wachsen lassen durch konkrete Akte des Glaubens, die von meiner Freiheit abhängen. Ja? Also wenn ich in meinem Glauben wachsen will, dann soll ich einfach tagtäglich Glaubensakte setzen. Kleine Glaubensakte oder riesengroße Glaubensakte, kommt drauf an. Aber das Zweite, und da komme ich jetzt zu meinem wichtigen Punkt, ist auch Gottes Kenntnis oder Gottes Erkenntnis. Je mehr ich Gott verstehe, je mehr ich Gott kenne, desto mehr kann ich auch Glaubensakte setzen, also ihm auch vertrauen. Und desto mehr wachse ich auch wieder im Glauben. Und deshalb, liebe Helden, ist es so wahnsinnig wichtig, Gott zu kennen. Ja? Wenn ich Gott nicht kenne, dann kann ich ihm auch nicht vertrauen. Wenn ich nicht weiß, wie er ist und was er sagt, dann kann ich auch nicht irgendwie dann kann ich auch nicht glauben, dann kann ich auch meinen Glaubensakt nicht setzen. Und deshalb ist es so wichtig, deshalb sagt der heilige Hieronymus, wer die Schrift nicht kennt, der kennt Christus nicht. Und ich führe weiter, wer Christus nicht kennt, kann eigentlich auch nicht wahrhaft gläubiger Christ sein. Weil wenn ich einfach nur blind vertraue, dazu sind wir nicht aufgerufen, wir sollen auch wirklich irgendwo sehend vertrauen, aus gutem Grund vertrauen, würde ich sagen, dann müssen wir Christus kennen. Und Christus können wir nur kennen, indem wir die Schriften wieder und wieder und wieder und wieder durchkauen, durchmeditieren. Dass einfach Christus immer mehr lebendig wird. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, wie ich das Neue Testament zur Hand genommen habe und drin gelesen habe und über das Leben Jesu gelesen habe, in dem Evangelium, fand ich das so ein bisschen hölzern. Das war eigentlich nicht so wirklich zugänglich. Aber je mehr ich das gelesen habe, je mehr ich da reingekommen bin, je mehr ich darüber nachgedacht habe, je mehr ich darüber meditiert habe, desto mehr hat sich das mir erschlossen. Der Kardinal Schönborn hat letztes Mal bei einer Weihe, von einer Priesterweihe von einem Jesuiten, von zwei Jesuiten in Innsbruck im Sommer, was ganz Schönes gesagt, oder das war im Oktober, was ganz, ganz Schönes gesagt. Er hat gesagt, und er ist jetzt schon, glaube ich, wirklich über 75, hat gesagt, jetzt langsam erschließt sich mir die Heilige Schrift und ist eine der großen Freuden des Alters. Das hat mich so beeindruckt, ganz ehrlich. Kardinal Schönborn, er hat den Katechismus der katholischen Kirche mitgeschrieben. Einer der brillantesten Kenner des katholischen Glaubens, der sein der ganzes Leben schon die Dominikaner ist, nicht gut ausgebildet in Theologie und alles. Er liest die Schrift schon seit Jahrzehnten, Jahrzehnten, Jahrzehnten. Jetzt sagt er, jetzt endlich fängt sich an, die Schriften mir zu erschließen. Das heißt aber, dass es ein ganzes Leben braucht, der Meditation, der Bibel, des Neuen Testaments, damit Christus irgendwie lebendig wird. Aber er wird lebendig. Also mir passiert es ganz oft, dadurch, dass ich die Schrift meditiere regelmäßig, tagtäglich, ich versuche es, fallen mir einfach so Schriftworte ein, plötzlich im Alltag. Und es wird irgendwo Christus lebendig für mich. Oder ich denke darüber nach, warum hat Christus das gemacht? Warum handelt er so und so weiter? Und wenn ich zum Beispiel falle, Sünden begehe oder so und irgendwie mit der Verzweiflung irgendwie ringe manchmal, ja, wieso komme ich aus dieser Sünde nicht raus? Und dann denke ich, dann sagt Jesus, bin ich gekommen, für die Gerechten, nicht die Gesunden brauchen die Arzt, sondern die Kranken,
denn Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Ja? Dann sehe ich, wow, Gott ist barmherzig. Und solche Sachen. Ja? Oder wenn ich irgendwie mich ausrühme im Glauben, ein bisschen faul werde, nicht weiter tun will, dann sagt er, ihr Kleingläubigen, baff. Haut das mir ins Gesicht. Ja? Also Christus wird einfach in meinem Leben lebendig. Ich erinnere mich an was er gesagt hat in seiner Heiligen Schrift. Das bleibt in meinem Herz. Ich meditiere das und Christus wird lebendig. Und Christus wird eine Person. Christus wird plötzlich jemand, mit dem ich sprechen kann. Und der durch seine Heilige Schrift zu mir zurückspricht. Das ist so wichtig. Und das wünsche ich euch so wahnsinnig, damit ihr dann dadurch im Glauben auch wachsen könnt. Also wieder, nicht nur Glaubensakte des Vertrauens setzen, nicht nur getauft sein, sondern eben auch Gott kennen, Christus kennen. Und dann kann ich auch in meinem Glauben wachsen. Also zusammenfassend gesagt, warum ist die Heilige Schrift, warum ist gerade das Neue Testament so wahnsinnig wichtig für uns Christen? Weil Gott dadurch zu mir spricht direkt und weil ich dadurch in meinem Glauben wachsen kann und wachsen werde, wenn ich mich mit der Schrift auseinandersetze. Es ist manchmal ein bisschen harte Arbeit, am Anfang gerade ist es ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Aber je mehr man da reinkommt, desto mehr wird das zu so einer Art zweiten Haut. Und das würde ich euch wirklich wünschen. Und beim nächsten Vortrag werde ich euch ein bisschen helfen, da eben reinzukommen in dieses spannende, wahnsinnig spannende Neue Testament. Bis morgen.